Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Wie heißt es so schön bei Start-up-Fahrschule Harry in Kindberg? Von Null auf Harry in 0,nix. Wir bringen dich da durch. Wo melde ich mich an? Bei mir im Büro oder auf www.startup-harry.at. Wir sind nicht nur Ansprechpartner für alle Führerscheinklassen vom Moped bis zum LKW, sondern auch für Berufskraftfahrer, Ladekrankkurse und Staplerkurse. Ein engagiertes Team unterstützt Sie. Einfach los. Fahrschule Startup Harry Kindberg. Die Fahrschule ganz in deiner Nähe. Willst du immer gut ankommen mit einem Ford? Er hat alles, was du brauchst. Neu bei Ford. S-Max und Galaxy jetzt auch mit Allradantrieb. Ford ist der Einzige, der Allrad und Automatik anbietet. Eine unverbindliche Probefahrt wird dich überzeugen. Es gibt außerdem jede Menge Neuigkeiten, auch bei Ford-Nutzfahrzeugen. Wenn du ein Auto suchst, du findest es bei Huber Kapfenberg. Boah, wie früher. Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich. Darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! So früher, wenn es das nicht kennt. Gut, besser, Gösser Kracherl. Was gibt es so Neues bei Kia Huber Rickersdorf? Verkaufsberater Jörg Lohner weiß mehr. Bei Kia gibt es wieder jede Menge Sommerangebote. Zum Beispiel unser Kia Rio bei Finanzierung ab 10,99. Bei den Kunden sehr beliebt Kia Sportage. Unser meistverkaufter, unser Kia Sportage, der bereits in der Ausstattungsstufe Silber mit Navigationsgerät ausgerüstet ist. 7 Jahre Navi-Update, kostenloses sind dabei, genauso wie 7 Jahre Mobilitätsgarantie und 7 Jahre Kia-Garantie. Ein heißes Eisen, der neue von Kia. Wir vom Autohaus Huber in Nickelsdorf freuen uns schon auf den neuen Kia Stonic, der ab September bei uns im Autohaus sein wird. Jetzt natürlich schon vorbestellbar. Und was ist mit dem neuen Kia Niro? Auf dem Ökosektor können wir unseren Kia Niro Hybridfahrzeug, Hybrid Crossover anbieten, der mit 105 PS Benzinmotor und 43 PS Elektromotor ausgestattet ist, ab 26.500 Euro. Kia bei Huber Nickelsdorf, da sind Sie in guten Händen. Heute der Schlagerspieler St. Michael von Unterliga Nord. St. Michael gegen Murau. Beide Mannschaften sind bis jetzt noch ungeschlagen und wir hoffen auf ein sehr interessantes und faires Spiel. Nach einem Angriff von St. Michael eine Chance von Stefan Czabuschnik, der sich aber im Abseits befand. Ein Freistoß von Michael Stadlover bringt leider auch nichts ein. Die gelbe Karte gab es für Markus Moder für ein Foul an Daniel Schöckl. Eine herrliche Aktion von Andreas Kriegel. Nach einer Flanke von Daniel Schöckl schießt Stefan Czabuschnik mit Fallrückzieher fast das 1:0. Und wieder ein Foul des Murauers Markus Bloder an Patrick Kurt Hölzl. Dieses Mal gibt's Gelb-Rot.
Nach einer schönen Spielkombination hat Stefan Czabuschnik abermals eine große Möglichkeit. Und schon wieder eine Torchance für Stefan Czabuschnik. Die Abwehr von St. Michael scheint völlig gelähmt und dem Murauer Dominik Berger gelingt mit dem ersten Torschuss das 0:1. Der St. Michaeler Markus Waldsam köpfelt an die Latte und verpasst damit die Möglichkeit zum 1:1. Nach einer schön herausgespielten Aktion vergibt Andreas Kriegel ganz knapp. Kurz vor der Pause endlich das 1:1. Stefan Czabuschnik ist der Torschütze. Bei diesem Tor gehen die Emotionen des Murauer Trainers etwas durch, sind doch die Anspannungen bei diesem Spiel auf beiden Seiten deutlich zu spüren. Eine weitere Torchance von Andreas Kriegel. Mit einem Spielstand von 1:1 gehen die Mannschaften in die Pause. Wechsel bei St. Michael. Prachac Kekana kommt für den gut spielenden Florian Buchgraber. Gelbe Karte für Markus Waldsam von St. Michael nach einem Foul an Michael Autischer. Die gute Leistung von Andreas Kriegel wird nach einer wunderschönen Aktion mit einem Tor belohnt und es steht 2:1. Eine weitere tolle Chance für den stark spielenden Stefan Czabuschnik. Und wieder ein Angriff der St. Michaela, doch Prachac Kikana vergibt. Kurz vor dem Abpfiff haben die Murauer noch die Möglichkeit auf ein 2:2, aber sie können diese Chance nicht nutzen. Endstand also 2:1. Die Mannschaft von St. Michael bleibt weiterhin ungeschlagen und übernimmt die Tabellenspitze in der Oberliga Nord. Wie sehen die Spieler und Trainer das Match? Kapitän von Murauer, ich glaube, er hat eine kämpferisch großartige Leistung gespielt mit 10 Mann. Es war eine harte Partie. Ja, wenn man nach St. Michael kommt, ist es sowieso immer hart. Wenn man dann nach einer Viertelstunde einen Ausschluss kriegt und nur zu 10 spielen muss, ist es natürlich doppelt hart. Ich bin kämpferisch, war sie hervorragend. Chancen habt ihr auch noch gehabt. Ich glaube, die Mannschaft ist in Ordnung, wird bis jetzt Tabellenführer, wird sicher vorne mitspielen. Ja, wir haben leider bis jetzt schon ein unglaubliches Verletzungspech gehabt. Aber wenn es so weiterläuft, ich meine jetzt die erste Niederlage, aber wenn es so weiterlaufen wird, wären wir natürlich sehr zufrieden. Ja. Torschütze zum 2:1, Heimsieg gegen ungeschlagene Murauer, da kommt Freude auf. Ja, natürlich, ich sage mal, es war ein schwieriges Spiel heute, weil die Murauer ziemlich bissig waren und sehr zweikampfbetont. Aber ich sage mal, war verdient durch unsere Chancen. Chancen, glaube ich, hast du genug gehabt, auch du, glaube ich, ein paar gehabt. Aber das Entscheidende dann doch trotzdem gemacht, ne? So ist es. Ich habe zwar ein paar liegen lassen, aber im Wichtigen habe ich gemacht, das passt. Trainer von Murauer ungeschlagen bis jetzt. Heute ein bisschen eine unglückliche Niederlage, würde ich sagen. Durch den Ausschluss völlig durcheinander gekommen. Aber ich glaube, kämpferisch habt ihr eine großartige Leistung gemacht und bis zum Schluss gekämpft, sogar das 2:2 am Schluss noch drinnen. Ja, grundsätzlich kann ich meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Wir haben alles reingehauen, was wir gehabt haben. Dass St. Michael ein heißer Boden ist, haben wir gewusst. Spielverlauf war ein bisschen unglücklich, ja. Mit der gelb-roten nach einer Viertelstunde hat natürlich wettern. Auch die Entscheidung zum Ausgleich war für mich sehr fragwürdig, sage ich einmal. Das heißt, das ganz große Glück haben wir eigentlich nicht gehabt heute, aber wir hätten halt keins kriegen können, dann hätten wir es eh umgebracht. Ja, ich meine, ich habe spielerisch, glaube ich, kämpferisch großartig gespielt, muss ich sagen. Auswärts in St. Michael mit einem Mann weniger und bis zur letzten Sekunde kämpft und dort noch Torschuss gehabt, das finde ich schon gut, ne? Ja, wie gesagt, in der Richtung hat meine Mannschaft alles gegeben und das ist auch total in Ordnung und das passt schon, aber man kann in St. Michael verlieren, das ist nicht das große Dilemma, nur wie es passiert ist, ist schon ein bisschen.
Dietmar Schögl, Trainer von St. Michael, heute ein hartes Spiel. Zwei ungeschlagene Mannschaften sind zusammengekommen. Was sagen Sie zum Spielverlauf? Ja, ist richtig. Ich habe gewusst, es wird ein ganz schweres Spiel. Man hat auch gesehen, über den 90 Minuten, Mura war mit 10 Mann sehr spielstark, muss ich sagen, haben das gut gelöst, hinten, sind hinten sehr gut gestanden. Für uns war es ein Arbeitskrampf, Siegheit, muss ich sagen, aber am Ende des Tages auch nicht unverdient, muss man sagen, aufgrund der Torschancen. Torschancen waren genug, das ist schon richtig. Aber ich glaube, mit dieser Mannschaft wird man auch wieder vorne mitspielen. Ja, das ist auch das Ziel. Also wir wollen auf alle Fälle vorne mitspielen. Jetzt haben wir vorne dabei und dort wollen wir auch bleiben. Nächste Woche wieder 3 Punkte holen und so handeln wir uns von Woche zu Woche und dann schauen wir, wie es ausgeht.